bevor der Reigen der Referenten beginnt, möchte ich gerne etwas machen, was die Politik in diesem Land ansonsten vergessen hat, nämlich die Erinnerung an unsere Kriegstoten. Ich habe dazu einige Zitate zusammengestellt. Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer vor dem Bundestag am 3. Dezember 1952. Wir möchten heute und vor diesem Hohen Haus im Namen der Regierung erklären, dass wir alle Waffenträger unseres Volkes, die im Rahmen der hohen soldatischen Überlieferung ehrenhaft zu Lande, zu Wasser und in der Luft gekämpft haben, anerkennen. Oder Dwight D. Eisenhower, alliierter Oberbefehlshaber im Zweiten Weltkrieg und später Präsident der Vereinigten Staaten. Ich war 1945 der Auffassung, dass die Wehrmacht, insbesondere das deutsche Offizierskorps, identisch mit Hitler und den Exponenten seiner Gewaltherrschaft sei und deshalb auch voll mitverantwortlich für die Auswüchse dieses Regimes. Inzwischen habe ich eingesehen, dass meine damalige Beurteilung der Haltung des deutschen Offizierskorps und der Wehrmacht nicht den Tatsachen entspricht. Und ich stehe daher nicht an, mich wegen meiner damaligen Auffassungen, sie sind ja auch in meinem Buch ersichtlich, zu entschuldigen. Der deutsche Soldat hat für seine Heimat tapfer und anständig gekämpft. Der französische Staatspräsident François Mitterrand sagte in einer Gedenkveranstaltung in Berlin im Jahre 1995 über die deutschen Soldaten: Sie waren tapfer. Sie nahmen den Verlust ihres Lebens hin. Für eine schlechte Sache, aber diese Heldentat hat damit nichts zu tun. Sie liebten ihr Vaterland. Oder Bernd Seite, CDU-Ministerpräsident des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern, am 1. Juni 2015 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: Nur wenige Menschen in Deutschland leugnen, was die Nationalsozialisten vielen Völkern Europas von 1939 bis 1945 angetan haben. Das ist nun 70 Jahre her und in vielen Gedenkveranstaltungen wurde mit Recht der Millionen Opfer gedacht. Die Opfer werden nicht vergessen. Nur die 5 Millionen gefallenen, getöteten und gestorbenen deutschen Soldaten wurden mit keinem Wort erwähnt. Der Bundespräsident, der Bundestagspräsident, die Bundeskanzlerin, der Bundesratspräsident und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, also die Vorsitzenden der Verfassungsorgane, haben geschwiegen. Von meiner Kirche ist mir auch kein Wort der Anteilnahme bekannt. Oder Karl-Dieter Spranger von der CSU, langjähriger Bundesentwicklungshilfeminister, ebenfalls in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am 1. Juni 2015. Doch nicht nur die deutschen Soldaten, sondern alle Opfer des Zweiten Weltkriegs haben diese deutschen Repräsentanten vergessen und beschwiegen. Die vielen Millionen toter deutscher Männer, Frauen und Kinder, getötet, ermordet, verhungert, verbrannt, vergewaltigt, erfroren, verstorben. Im Krieg, bei Flucht und Vertreibung, im Bombenterror, in den Straf- und Konzentrationslagern der Sowjetunion und des früheren Ostblocks und in amerikanischen Gefangenenlagern wie in den Rheinwiesen. Ich würde Sie bitten, zum Gedenken an diese Opfer zu einer Schweigeminute von den Plätzen aufzustehen. Vielen Dank. Ich glaube, das sollte vor jeder geschichtlichen Veranstaltung
stattfinden. Danke Ihnen herzlich.